Willkommen zurück, Leute, zu Shadowgate. Wir sind hier auf dieser Aussichtsplattform und vor uns rauscht ein Drache entlang und wir wollen ihn fangen, sehen, irgendwas von ihm haben, ich weiß es nicht. Aber anscheinend können wir laut Jurik irgendwas tun. Talimas geflügelte Bessie fliegt durch den Himmel und bewegt eine Matik. Es muss ein Weg zu sich so, vielleicht ein Zauberspruch. Ich meine, er sagt das ja schon so deutlich, aber irgendwie... Vielleicht müssen wir es genau dann machen, wenn er vorbeifliegt. Wir warten mal. Benutzt du dies auf was? Drache, komm! Komm schon! Der fliegt doch hier immer lang, oder nicht? Oder? Fliegt der hier lang? Irgendwie nicht. Jetzt oder was? Ein großer Lindwurm fliegt durch den Himmel und berührt den Turm fast mit seiner Fingerspitze. Kommt er immer dann, wenn man zaubert? Ja, ne? Wie merkwürdig, dass der dann erst kommt, wenn man zaubert. Oh, jetzt hört man ihn aber. Warum hört man den aber dann? Und berührt den Turm fast mit seiner Flügelspitze. Ja. Ja. Ist das irgendwie nur der falsche Moment oder der falsche Ort? Man hört ihn jetzt wieder knurren. Also selbst wenn ich hier einen Klick mache, der das ja hier in die Mitte. Die Berge sind teilweise... Also ist er jetzt da? Ich glaube, jetzt ist er da. Und jetzt geben wir ihm noch Fleisch. Versuch beides miteinander zu benutzen, aber es passiert nichts. Aber er ist ja jetzt da, oder nicht? Ist er da? Manno, das Horn. Ja. Möchte er ein Laib Brot? Mensch, Jurik, brauch Hilfe. Ja, ihr versucht das nochmal mit dem Zauberspruch, ne? Wenn er jetzt da ist, was mache ich denn dann mit ihm, dem kleinen Drachen? Weiß nicht, was ich machen kann mit ihm. Kein Effekt. Angeblich. Ja, dann kommt er aber erst nicht hier lang geflattert. Wenn er jetzt da ist, dann... Nee. Nix geht hier. Agab, Andrace, alles nur Scheiße. Mann! Komm, das verfaulte Fleisch. Das muss doch auch irgendwie einen Sinn haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben aber noch nicht alle Türen aufgeschlossen. Das war der Kürbis. Ich muss jetzt nochmal die Schriftrolle lesen, wo das mit diesem Rätsel mit dem Kürbis drin steht. Mhm. Das war aber eine Schriftrolle relativ am Anfang. Hier mal die dritte. Dieser Spiegel für den Feuerraum. Spiegel braucht eine magische Energie. Handschrift größer ist schwer, aber wenn Majals Schweif den nördlichen Himmel leuchtet und die Anordnung in Harmonie sind, dann wirst du die Rune des Wassers, des Feuers und des allsehenden Auges nehmen und sie zu dem großen Adler legen, der in einem Baum sitzt. Ja. Yeah. Das Gebirge. Ich nehme mal die zweite Schriftrolle. Ah, hier. Guck mal, die ist das. Die zweite. Du liest die Nachricht, die auf die Seite gekritzelt wurde. Brown, ich habe deinen Hund. Wenn du das fliegende Ast wiedersehen willst, bringe die drei Kürbisse zum Ort jenseits der Erntetür. Das war die Erntetür.
die da, süßes, sonst gibt's saures Tür. Aber Vorsicht, nur jemand, der eine Maske für Halloween trägt, bekommt Einlass. Dort musst du mein Antlitz einschnitzen und die Opfer müssen im Feld der Halloween-Kürbisse erleuchtet werden. Dann werde ich befreit werden und alles wird ein Ende haben. Hochachtung, so geht. Wir brauchen aber 3 Kürbisse. Allerdings fällt mir ein, dass wir auch noch die Maske haben. Können wir die nicht einfach mal aufsetzen? Wie kann ich drauf gekommen? Haha, die Maske. Du ziehst die Maske über deinen Kopf. Das Ding riecht furchtbar und macht es schwierig, etwas zu sehen. Hallo? Süßes oder es gibt Saures? Süßes, sonst gibt es Saures, so. Tricks or treats. Ja? Was fehlt da? Sagst du mit lauter Stimme, eine leise Stimme antwortet. Ich glaube, bei deinem Kostüm fehlt noch etwas am oberen Ende. Das da? Bitteschön. Tricks or treats. Du könntest zumindest dich versuchen, dich zu verkleiden. Aber, ach so, jetzt hat er statt... Ja, okay, wir nehmen mal wieder die Maske. Weil das kann man anscheinend auch nehmen, aber da fehlt noch was am oberen Ende. Die Holzmaske bedeckt deinen ganzen Kopf und du siehst aus wie eine Art Hexe. Vielleicht brauchen wir noch sowas wie Haare. Können wir das denn auch anziehen? Nutze dies auf was? Na, auf uns. Du tauschst ein Hemd mit dem anderen, unsicher, ob du mit dem neuen besser aussiehst. So? Tricks or treats. Voll gelangweilt. Ich glaube, bei deinem Kostüm fehlt noch etwas am oberen Ende. Nee, das reicht dem Wesen noch nicht. Was ist denn das nochmal? Eine Augenbinde. Nee, dann haben wir ja unsere Maske. Müssen wir irgendwas anderes? Irgendwas anderes. Ich kann einen Kürbis aufsetzen, aber es geht wahrscheinlich nicht, ne? Nach kurzer Zeit hörst du mit deinen kindischen Aktionen auf. Ah, ja. Du erntest ein wenig Staub von dem Schädel. Nee, wir brauchen, weiß ich nicht, Haare? Check ich gerade noch nicht. Das reicht dem Ding noch nicht. Tricks or treats. Fehlt noch etwas am oberen. Ich habe keine Ahnung, was dem fehlt. Du blickst dich voller Sorge an, unglaub, du auf dieses Abenteuer wirklich vorbereitet bist, aber das schwere eiserne Schild an deinem Arm gibt dir ein wenig Selbstvertrauen. Ach ja, was wir brauchen, sind anscheinend irgendwelche komischen Haare oder so. Nimm mal wieder ab hier. So, genau. Wenn wir Lackmir finden, vergiss nicht, mich als Sir Jorik, dem dritten Beschützer des Auserwählten, vorzustellen. Ja, Jorik. Wir haben hier ganz andere Probleme, weißt du das? Ich trage eine Geschramm davon, okay. Und die Augenbinde, also irgendwie brauchen wir die wohl auch nochmal, wenn wir denn vorhaben, uns irgendwie mal die Augen zu verbinden. Ja. Ich hoffe, meine Katze macht gerade keinen Blödsinn. Nein, sie macht keinen Blödsinn. Sie ist ganz brav. Sehr schön. Das hätte ich sie jetzt anmeckern müssen. Ja, ja, ja. Ich sehe dich. Auch wenn ich aufnehme. Mhm. Das macht die nämlich gerne dann. Uns fehlt ein dritter Kürbis und uns fehlen sowas wie Haare. Deswegen gehe ich mal erstmal noch. Und... ja, überlege mir, wie ich die anderen Türen noch kriege. Und einen Schlüssel haben wir noch. Du ziehst ins Herz einer Tür, aber es sieht so aus, als wäre sie von der anderen Seite verriegelt. Okay. Die Fenster ist bereits offen. Mhm. Gut. Dann, ich weiß gerade gar nicht, wo wir herkommen. Waren wir jetzt im rechten Turm oder im linken oder mittleren? Ich weiß es gerade gar nicht. Warte mal, ich glaube, hier waren wir gerade, ne? Ja. Ja, wir waren gerade ganz rechts, dann gehe ich mal raus und suche nochmal eine weitere Tür, die abgeschlossen ist, vielleicht im mittleren Trakt. Ich verstehe halt auch noch nicht, was mit der ist. Auf dem Holz der Tür ist ein feuerspeiender Löwe abgebildet, die Tür ist verschlossen. Einen Schlüssel haben wir ja noch, aber ich glaube, die ging hier nicht, ne? Es funktioniert nicht, schade.
war denn hier noch was? Nee. Was können wir mit denen denn mal machen? Die Marmorstotte zeigt eine geflügelte Figur, die ihre Augen vor dem Himmel abschirmt. Auf der Tafel an der Basis steht Angst. Ängst kauert? Was? Sind irgendwie eine als eine andere? Also ich gucke die mir mal alle an. Da steht nämlich überall was anderes. Auf der Basis mit der Tafel Vertrauen triumphiert steht eine engelsgleiche Marmorstatue, die ihre Arme gen Himmel streckt. Eine leere Vertiefung befindet sich in den ausgestreckten Armen. Also da können wir irgendwas reintun. Was mit der? Die Marmorstatue zeigt eine zusammengekaute Figur. Unter ihr steht geschrieben, Verzweiflung gedemütigt. Wenn die eine Vertiefung hat, haben wir da irgendwas mittlerweile, was wir reintun können? Vielleicht das Horn zum Beispiel? Keinerlei Auswirkung. Ich versuche es nochmal. Kann ja auch sein, dass ich es falsch gemacht habe. War das denn die mittlere? Eine leere Vertiefung befindet sich in den ausgestreckten Armen. Also eigentlich hat sie ja nur einen, aber... Gebe ich mal direkt auf die Hand. Nein. Vielleicht eine Kerze. Nein. Was sagt Jorik? Der Legende nach fliegt die geflügelte Bestie des Verräters über dem Himmel der Burg und bewacht ein mächtiges Artefakt. Ja, wir wissen ja, dass der Drache da oben rumflattert, aber das mächtige Artefakt könnte doch eigentlich das hier sein. Angst kauert. Können wir das auch? Zaubersprüche hatte ich, glaube ich, schon ausprobiert. Das ist für mich alles Quatsch. Vielleicht nochmal das Kugel selber so? Nee. Glaube auch nicht, dass wir die abgeben sollen. Also das ist für mich das Artefakt. Eine Reihe komplizierter Runen ist in die reflektierende Oberfläche des gebogenen Horns eingraviert. Oder ist halt richtig benutzen, ne? Aber es passiert ja auch nichts. Ich versuche es nochmal mit den Zaubersprüchen. Ich glaube, den hatten wir noch nicht ausprobiert. Oder doch? Das ist eine Vertiefung. Das muss doch irgendwas machen. Was ich nicht verstehe, ist, dass der Zauberspruch auch nicht funktioniert hat. Auf dem Holz ist das der Löwe. Der Legende nach fliegt die geflügelte Bestie. Ja, muss ich jetzt echt nochmal zum Drachen? Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Beeindruckendes Fenster befindet sich auf der anderen Seite der Halle. Auf dem Buntglas Figuren. Ein unheimliches Glühen hebt die Handlung. Kann ich vielleicht das hier einfangen mit unserer Kugel wieder? Ich versuch's mal. Weil wegen diesem Licht. Nö. Nochmal, vorsichtshalber. Nö. Tja. Was ist das hier? Weit über deinem Kopf posiert eine blaue Energie, die vielleicht etwas in der Burg antreibt. Kann ich die irgendwie einfangen? Nee, ne? Nee. Dann gehe ich nochmal hier nach links. Kann ich die auch mitnehmen? Ach, die Kerze. Die kann ich auch mitnehmen. Was ist das? Seltsames gelbes Leuchten füllt diesen Raum und erfüllt dich mit Ruhe und Frieden. Kann ich die Energie mitnehmen? Nee, ich glaube natürlich nicht. Es geht ja immer eher um Elemente, aber... Naja, man hat es halt mal ausprobiert. Ja.
diesem Messingglobus sind die Umrisse der Welt eingraviert. Die Handwerkskunst ist beeindruckend. Nutze die silberne Kugel, die Lack mir die gegeben hat, ja. Dann fangen wir nochmal das Feuer ein. Vielleicht bringt uns das ja tatsächlich noch irgendwie weiter, wenn wir es nochmal haben. Warte mal. Warte mal, habe ich da einen Kürbis gesehen? Tatsächlich. Ja, also das große orangefarbene Ding ergreift, wird klar, dass es sich um einen Kürbis handelt. Das ist ja klasse. Den habe ich gar nicht gesehen vorher. Hoho. Das ist toll. Und nur damit wir es wissen, ist das wieder so ein... Ja, das ist schon wieder so eine Rune. Irgendwas hat es mit denen ja auch noch auf sich. Eine Karte aus irgendeinem hautähnlichen Material zeigt die Länder von Karl Thorlin. Eine Karte, ja, dasselbe. Hier ist nichts mehr, okay. Hey, wir haben den Kürbis. Das ist ja klasse. Und dann will ich den jetzt auch nochmal beschnitzen. Unseren coolen Dolch. Du visualisierst das Design in deinem Geist und bearbeitest den Kürbis mit dem Dolch. Du führst die Blitz in Klinge, als wärst du besessen, nachdem du deine Arbeit beendet hast. Bewunderst du den Halloween-Kürbis. Das heißt, wir haben alle drei Kürbisse. Brauchen jetzt irgendwie nur noch unser Outfit oder so. Hm. Ja, und was ich halt nicht verstehe, ist das mit dem Zauberspruch. Waren wir hier... Kann man hier rein? Ach, verschlossen. Dann können wir vielleicht hier unseren Schlüssel benutzen. Ja. Zufrieden wirfst du den Schlüssel weg. Okay. Ist sie jetzt offen? Ja! Ja! Yay! Das ist ja klasse. Und noch eine Fackel. Vielleicht finden wir ja hier unsere Haare. Eine Marmorstatue in der Form eines weiblichen Kriegers mit Speer steht am Absatz. Vielleicht ist sie nach dem Abbild einer Göttin gefertigt. Hm. Um deinen Respekt zu erwecken, kniest du kurz vor der Gottheit. Aha, aha. Die mit Eisen beschlagene Holztür sitzt mitten in der Wand dieses Turms. Und sie ist offen. Wunderbar. Was ist hier? Du spürst etwas Seltsames am Rande deines Bewusstseins. Etwas Magisches befindet sich in diesem Raum. Ja? Du spürst... Baba, was sagt Jurik? Hier ist Magie am Werk. Einer deiner Zaubersprüche könnte Licht ins Dunkel bringen. Ja, genau. Hier diesen Flumoris-Kram. Na? Oh! Von einem seltsamen Flimmern erleuchtet mehrere geisterhafte Objekte im Raum. Hier ist irgendeine magische Illusion am Werk. Jawohl. Das nehmen wir. Hier ist wieder so ein Ding. Was wir nicht... Und da ist bestimmt auch noch was im Tisch. Du suchst die Schubladen des Schreibtisches, aber du findest dich auch schade. Was ist hier? Du lässt dich auf den Divan fallen. Die Kissen müssten mal aufgefüllt werden. Dieser fast durchsichtige Möbelstück ist ein Divan, gefertigt im Stil des Lords und Ladies vergangener Tage. So, so. Du fragst dich, ob dir das den Durchblick geben würde. Du wechselst zwischen Blinzeln und Augenreiben und sich, ob das Verschwinden der Objekte an deinen Sinn oder dem Ende des Zauberspruchs liegt. Also sind die Sachen jetzt wieder weg. Ist ja interessant. Du fummelst herum und versuchst etwas zu finden, mit dem du interagieren kannst. Dann machen wir den nochmal. So. Kommt die Musik auch wieder. Das Fenster ist offen. Hier haben wir noch eine Fackel. Na, nimm sie. Ja, ich glaube, wir haben dann auch alles gefunden. Dann gehen wir mal. Wir wollen ja noch weiter nach oben und vor allem schaue ich mal jetzt hier, was habe ich noch? Warum hat das jetzt hier geblinkt? Was ist hier neu? Keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Archiv. So. Na, was steht hier denn so Tolles drin? Ah, du liest die Schriftrolle, ein Wort sticht hervor, Sparks. Vor deinem geistigen Auge siehst du die Rune, du schreibst das Symbol in dein Zauberbuch, während die Schriftrolle zu Staub zerfällt. Du hast einen Zauberspruch gelernt und mit dem können wir bestimmt den Drachen holen. Vorher gehen wir aber nochmal nach oben und hier rein. Ah, Geräusche werden in diesem musikinstrumentengefüllten Raum verstärkt. Oh, wir können Musikinstrumente einsammeln, das ist ja toll.
Du öffnest die Schublade und suchst nach etwas vor. Nein, nichts. Was war hier? Achso, ich kann sie benutzen. Oh, ein Harry Potter Hut. Sprechende Hut. Nutzt du dies auf was? Kannst du es nicht einfach so? Diese elegante Harfe besitzt eine Reihe von... Entschuldigung, mein Hals kratzt. Diese elegante Harfe besitzt eine Reihe von unterschiedlich langen Harfensaiten. Du legst dich für einen Moment auf das Sofa und schließt die Augen. Oh, mein Hals. Entschuldigung, ich muss mal kurz was trinken. Sorry. Du legst dich für einen Moment auf das Sofa und schließt die Augen, nur um von Yoriks Geschrei aufgeweckt zu werden. Komm schon, Junge, du kannst dich ausruhen, wenn du tot bist. Kann er nicht einfach mal spielen? Weil warum sagt er, benutzt dies auf was? Ja, auf... Sollst du einfach benutzen, die Harfe? Verstehe ich nicht. Hier haben wir den Hut. Es sind keine Haare, die wir brauchen. Es ist ein Hut, den wir aufsetzen werden vor der Tür. Der spitze, kegelförmige Hut besteht aus einem weichen, violetten Material. Da ist der Sparks. Damit machen wir das mit dem Drachen. Und hier haben wir jetzt die Flöte, die wir nicht einfach so mal benutzen können. Das wäre doch schön. Was sagt Jorik eigentlich? Die Magier hätten nicht so viele mächtige Runen in der Burg verteilt, wenn sie dafür nicht einen Grund gehabt hätten. Du solltest sie für dich selbst mitnehmen. Können wir denn mit den Runen da, also mit den Instrumenten irgendwas machen? Du stolperst über die Wurzeln, als du die Treppe hochgehst. Massive, verdrehte Wurzeln befluten den Fuß des Turms. Die dicken Wurzeln kommen aus dem Eingang zu deiner Linken. Also meine Katze so, da ist das Bett und auf dem ganzen Bett könnte sie sich hinlegen, aber sie quetscht sich so neben die Decke an die Ecke des Sofas, so als ob das der einzige Ort wäre, wo man sich hinlegen kann. Voll so kurz vorm Runterfallen. Aber okay, muss man nicht verstehen. Die dicken verknoteten Wurzeln scheinen vor deinen Augen zu wachsen. Können wir die nicht einfach irgendwie durchtrennen? Die Wolken über das Heulen des Windes geben Auskunft über die Stärke des unnatürlichen Wetters, das die Burg umgibt. Ich würde es ja einfach mal zerschnibbeln. Du hackst nach dem Grünzeug, aber egal, wo deine Waffe auch landet, die Wurzeln reparieren sich sofort selbst. Was für eine seltsame neue Magie ist das? Magie? Da können wir auch was. Vielleicht sind das ja so eine Art Teufelsschlingen, die auf Licht reagieren. Oder so. Probieren das mal. Kein Effekt. Agab. Nichts passiert. Andrace. Und unser neuer Zauber, Sparks. Was? Der kommt mir bekannt vor. Du konzentrierst dich und beschwörst den Zauberspruch. Ein heller Lichtblitz entsteht über deinem Kopf und er kommt dir irgendwie bekannt vor. Na denn? Also höher können wir anscheinend nicht gehen und irgendwie müssen wir das Grünzeug hier noch wegkriegen. Ist aber alles gar nicht so dramatisch. Wir gehen mal erstmal. Wir haben ja tolle neue Sachen, mit denen wir endlich mal einen Plan haben. So, dann machen wir das mal endlich mit den Kürbissen. Ich will das mit den Kürbissen endlich. Aber das wollte ich schon die ganze Zeit. Seit Ewigkeiten. So, den setzen wir auf. Haha. Und das. Haben wir uns lustig verkleidet. Und jetzt geht's los. Ja, ich weiß, dass es unangenehm ist. Das ist doch die Tür, oder? Die ist verriegelt. Ach so, das war ein, war es eine höher? Hier war die. Ach so, Entschuldigung. Tricks or treats. Sagst du so laut, du kannst, die Tür öffnet sich mit einem unheimlichen Knarren, weil wir uns so toll verkleidet haben, weil ja Halloween hier gerade anscheinend ist. Oder zumindest soll uns das vorgekaukelt werden. Diese Turmkammer ist sehr... Ist leer. Leer. L-E-H-R. Bis auf den vergoldeten Spiegel an der Wand, von dem eine seltsame Macht ausgeht und Macht kleingeschrieben. Boah, das ist die Übersetzung. Ich weiß nicht, wer die gemacht hat, aber nicht gut. Dein Spiegelbild ist beeindruckend. Durch das Kostüm könntest du als Hexe für das Erntedankfest durchgehen. Was ist das hier oben? Hm? Können wir
Können wir da einfach durch? Durch den Spiegel gehen. Du schließt deine Augen, läufst in den Spiegel. Die Oberfläche gibt nach und dir wird schwarz vor Augen. Nach einem kurzen Moment wirst du an einen anderen Ort transportiert. Ein verlassenes und unheimliches Feld, gefüllt mit Kürbissen, soweit das Auge reicht, liegt vor dir. Du stehst vor einem seltsamen Kreis auf dem Boden und hast das Gefühl, dass dich irgendjemand oder irgendwas beobachtet. Was sagt Jorik dazu? Die Magier hätten nicht so viele mächtige Runen in der Burg verteilt, wenn sie dafür nicht einen Grund gehabt hätten. Du solltest sie für dich selbst mitnehmen. Was ist das hier? Übernatürliche Flammen kommen aus diesem Schädel. Dieser Schädel glüht mit einem übernatürlichen Licht und erleuchtet diese Umgebung auf eine düstere Art und Weise. Die Flammen aus dem Schädel bewegen sich auf eine übernatürliche Art und Weise. Ja, auf eine bösartige Art und Weise. Du siehst lange in die flammenden Augen des Schädels und bekommst das Gefühl, dass er dich auslacht. Übernatürlich? Bösartig? Übernatürliches Licht? Leuchtet die Umgebung. Ein verlassenes und unheimliches Feld, gefüllt mit Kürbissen, soweit das Auge reicht, liegt vor dir. Wäre auch ein schönes Halloween-Spiel, aber dafür ist es ein bisschen zu lang, finde ich. Für ein Halloween-Spiel. Was ist das? Nimmst das zerfetzte Laken und packst es in deinen Rucksack. Liegt denn hier noch mehr rum, irgendwie, was man nehmen kann? Für einen Moment überlegst du das, was hier beerdigt ist, auszugraben. Dann meldet sich dein gesunder Menschenverstand. Und du verwirfst diese lächerliche Idee. Der Name Abbey Normal ist in den kalten Stein eingraviert. Die Beschriftung auf dem Grabstein ist nicht zu entziffern. Die eingemeißelten Worte sind verblasst, aber du denkst, es sind die Buchstaben R.I.P. und der Name Ace Harding. Die Inschrift auf dem Grabstein lautet, hier liegt Drakan, Beschützer des Blotheny Edelsteins. So, ich glaube, man könnte hier die Kürbisse jetzt hinlegen. Das sieht doch sehr danach aus. Mach das jetzt mal. Der Kürbis fällt laut auf den Boden und das Echo geht über das ganze Feld. Die haben wir ja nicht umsonst wohl hergeholt. So. Und der letzte. Und geschnitzt haben wir sie auch schon. Hallo? Können wir die jetzt wieder nehmen? Nö. Der unbeleuchtete Halloween-Kürbis im Kürbisfeld ist viel unheimlicher, als du erwartet hast. Die fröhliche Visage des Kürbis ist im genauen Gegenteil zu der albtraumhaften Landschaft, die das Kürbisfeld umgibt. Der kunstvoll geschnitzte Kürbis passt perfekt in das gruselige Kürbisfeld, aber ich kann sie nicht mehr nehmen. Das heißt, es gibt keine Anordnung. Jetzt würde ich doch gerne mal unseren Lichtzauber machen oder so. Keine Ahnung, geht das? Eine seltsame Ladung in der Luft lenkt dich ab, der Zauberspruch explodiert und dein Gesicht verbrennt die Augenbrauen. Nee, das hat nicht geklappt. Sparks? Auch nicht. Invokat. Agar, alle mal ausprobieren. Meine letzte Idee ist nochmal, das mit dem Feuer zu versuchen. Dann mache ich das jetzt mal, weil wir haben es ja zufällig bei uns. In einer Explosion des Flammen entkommt das Feuerelementar aus der Kugel. Der beißende Geruch von Schwefel breitet sich aus, während eine Rauchwolke verschwindet. Das heißt, den müssen wir erstmal nochmal neu holen. Den Feuerelementar. Und was wollen die jetzt hier? Kann ich hier die Kerzen irgendwie? Oder kann ich einfach mit meiner ganz stumpf, mit meiner Fackel? Ja! Du öffnest den Kürbis und du entzündest die Kerzen in seinem Innern. Ihre Flamme brennt mit einem ätherischen Glühen. Okay. Ist ja nicht so schwer gewesen. Juhu! Du entzündest den letzten Kürbis und ein kalter Wind beginnt zu wehen. Kurze Zeit später hörst du ein seltsames Gejaule. Wie das Bellen eines Hundes in der Ferne, folgt ein Erdbeben, das einen Riss im Diagramm öffnet und eine Schar Krähen befreit. Aus der Mitte des Vogelsturms erhebt sich ein bösartiges Wesen und lacht voller Begeisterung. Dies ist mit Sicherheit der grauenhafte Kürbis. Mit einem lauten Ich bin... kriege ich auch eine Errungenschaft für. Mit einem lauten Ich bin frei verschwindet die Monstrosität in einer Stichflamme. Als du langsam wieder zu Sinnen kommst, fühlst du dich ein wenig hintergangen. Du hast keine Geschenke bekommen und auch nicht all die Süßigkeiten, die du erwartet hast. Du Holzkopf.
Herzlichen Glückwunsch, du hast die Errungenschaft Anfänger-Kürbisjäger freigeschaltet. Okay. Und jetzt? Das war's einfach? Nichts sonst? Aha. Es ist wirklich irgendwie enttäuschend. Na dann. Diese Turmkammer ist leer bis auf den vergoldeten Spiegel an der Wand. Von dem eine seltsame. Können wir mit unserer Kugel das rausholen? Nein. Was schimmert so toll? Ist hier noch was in dem Raum? Weil... ne? Nee. Hätte ja sein können. So, jetzt müssen wir nochmal gehen. Jetzt gehen wir nochmal raus, bevor wir nach oben gehen. Und holen uns... Quatsch, da wollte ich ran. Nein. Hier zurück. Da will ich hin. Nein, auch nicht. Da will ich auch gar nicht hin. Ach ja, hier haben wir auch noch Wasser. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Hier wollte ich hin, nach links. Damit wir unser Feuerdings holen können. Feuerdings! Feuerkugel. Allerhand Kram haben wir jetzt schon. Jawohl. So, man weiß ja nie, wofür man die noch braucht. Unsere Feuerkugel. Nö, nicht schon wieder. Als du den großen Korridor betrittst, springt ein Goblin aus dem Schatten und überrascht dich mit einem Schlachtruf, während du einen Rückzieher machst, macht die Bestie ihre Waffe bereit. Und dann knocken wir die aus wieder. Da ist wieder überrascht. Oh, du sagst zum Film, den hast du nicht kommen sehen, was? Der steht also wieder auf. Gibt's ja wohl nicht. Der olle Goblin ist wieder aufgestanden. So, war das jetzt rechts oben? Da, wo... Du weißt schon... Ja, ne? Hier. Ja. Wir wollen ja den Drachen holen. Damit hat der Part angefangen und damit wird er auch enden. Und zwar mit unserem neuen Zauberspruch Sparks. Du sammelst deinen Willen und konzentrierst dich auf die Rune Sparks. Licht schießt aus deinen Fingern, gefolgt von einer Explosion aus mehrfarbigen Funken. Fast so wie ein Feuerwerk formt sich die Explosion zu zwei länglich elektrisch geladenen Gebilden. Die Kreatur antwortet mit einem Brüllen und fliegt zur Brüstung des Turms. Als sie sich nähert, wird dir klar, dass es sich um einen Lindwurm, einen geflügelten Drachen handelt, der mit einem Sattel ausgestattet ist. Du starrst voller Bewunderung, als die Kreatur seine Flügel ausbreitet und auf dem Turm landet. Sieht dich an und fordert dich mit einem Brüllen heraus. Dieser Mission des Drachen stellen wir uns im nächsten Part von Shadowgate. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part.